Herr Dunkelstein. Funkelbein! Herr Funkelbein? Wer? Herr Dunkelstein. Ich heiße Dunkelstein! Das steht doch auf meinem Grabstein, Sie Blindfisch! Sie, Herr Funkelbein. Funkelbein! Gut. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Sie bewohnen die Grabstätte neben dem Opfer, das am Abend des 23. Oktober explodierte. Doch! Ja! Da war eine Explosion! Ja! Dieser eklige Zombie! Glaube ich! Ich weiß nichts über ihn. Was können Sie mir über Fabio erzählen? Was denn für ein Falco? Ich sagte doch, ich habe keinen Nachbarn, ich kenne ihn nicht. Wer soll das überhaupt sein? Fabio war Ihr direkter Nachbar. Er wurde vor 4 Tagen von seinem untoten Dasein befreit. Klingelt da etwas bei Ihnen? Wieso klingeln? Sie sind wohl verwirrt? Ich sagte doch, dass ich diesen Falco nicht kenne. Fabio. Wie? Herr von Dunkelstein, ich habe eine Zeugin, die mitbekommen hat, dass es vor gut einer Woche zwischen Ihnen und Fabio zu einer Auseinandersetzung kam. Um was? Funkelbein! Ich heiße Vigo von Funkelbein. Geht das in Ihren dünnhäutigen Schädel rein? Und außerdem sagte ich, dass ich diesen Fabico nicht kenne. Obwohl... Ja? Da war ein ungepflegter Typ, so ein grauhäutiger, verwester Fleischklops. Der wollte doch glatt mein Grab haben. Nee, hab ich gesagt. Das Grab von dem ehrwürdigen Viktor von Bunkelbein bekommst du nicht? Tja, der wollte doch glatt mit mir diskutieren. Verschwinde, habe ich gesagt. Sonst wirst du es bereuen. Das haben Sie gesagt? Hab ich was gesagt? Dass Fabio es bereuen wird? Wenn er weiter auf Ihr Grab besteht? Ich weiß nicht mehr. Können Sie sich an sonst etwas erinnern? Körperteile! Dieser verwahrloste Typ hat doch tatsächlich seine Klaue mit so einem Kaugummi-Automatenring in meinem Grab gelassen und ich spüre, wie mich was in meinem alten Podex piekst. Natürlich habe ich das Ding entsorgt. Mülltrennung muss schließlich sein. Und solche ekligen Körperteile gehören nicht auf unseren Friedhof. Also schwupps, ab über die Mauer. Ein Ring? Könnte dieser Ring für eine bestimmte Frau gewesen sein? Haben Sie Fabio in letzter Zeit öfter mit einem bestimmten weiblichen Wesen gesehen? Ja, Doug. Da erinnere mich tatsächlich an etwas. Diese nymphomatische, seltsame Lady. Sehr knapp gekleidet. Und die war hoffnungslos in diesem Fleischklops verknallt. Dieses lebrazerfetzte Puzzleteil. Man muss sich das mal vorstellen. Die hat sich echt Hoffnung gemacht. Da, 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 da. Na, 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 wofür nimmt man sonst einen Ring? Wann genau war das? Ja, so 6 Monate vor der Explosion, als dieser Fleischklops endlich in die Abgründe gewandert ist. Ja, vielleicht war es auch 10 Monate, ich weiß nicht mehr genau. Er hatte ständig irgendwas mit irgendwelchen Weibern am Hut. Der hat so genervt!
Immer, dass der in mein Grab wollte. Was fällt denn überhaupt ein und an seinen ganzen Abfall überall rumliegen lassen? Jeder hat ihn gehasst. Selbst ich. Ich konnte ihn nicht ausstehen. Da mache ich kein Geheimnis drum. Und wieder gerochen hat. Also, wir Vampire, wir riechen wenigstens gut nach verdorbenem Moos oder Erde. Aber er? Wissen Sie, wie sich Eier anfühlen oder wie die riechen, wenn die 3 Jahrhunderte in einem lauwarmen Sack Milch geschwommen sind? Pulper! Dieser Fabio muss ein ziemlicher Störfaktor für Sie gewesen sein. Vielleicht ein so großer, dass Sie ihn eliminieren wollten? Mit Gehirnen? Sehen Sie das Eichhörnchen? Skidurus vulgaris, schlaue Tierchen. Und Sie lieben Nüsse. Halten Sie sich bitte für weitere Fragen zur Verfügung, Herr, egal. Und vergessen Sie nicht, Sie dürfen vorerst diesen Totenacker nicht verlassen. Ja, diese Nüsse, diese Eichhörnchen, die sind tolle Tiere. Ich liebe Nüsse, ich habe Hunger auf Nüsse. Mögen Sie auch Nüsse? Hättet ihr euch vorstellen können, nachdem ihr gestern die ehrenwerte Nazgul-Prinzessin Ringtina kennengelernt habt, dass die nächste Befragung noch schwieriger werden könnte? Nun, sie konnte. Und deswegen fassen wir noch einmal zusammen. Vincent von Dunkelstein hatte mehrere Auseinandersetzungen mit Fabio. Das hat er selbst zugegeben. Fabio hatte zum Teil mit dem, was er in seinem Mordvlog gesagt hat, recht. Der Vampir hat seine Hand verschwinden lassen. Nicht geklaut, aber verschwinden lassen. Höchst interessant war auch das, was der Vampir über die neue Flamme von Fabio gesagt hat. Vor gut 14 Tagen führte sie einen Freudentanz auf. Und in der Mordnacht wollte sie Fabio umbringen. Vincent von Dunkelstein, ein verwirrter, nüsseliebender Vampir. Und Mörder? Was denkt ihr? Hatte Vincent von Dunkelstein ein Motiv? Hatte er die Gelegenheit, den Mord zu begehen? Wird die morgige Befragung von Serena weniger anstrengend? Nun, auf die letzte Frage bekommt ihr morgen am 28. Oktober auf dem Kanal Letters and Life eine Antwort. Den Wegweiser oder neumodisch Link zu dem Kanal und alle weiteren Informationen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Informationsbox. Nun, gehabt euch wohl. Und vergesst nicht, heute Nacht den Knoblauch an die Fenster zu hängen.